Okay, dann gucken wir noch mal. So, das war jetzt der Porzellan. Gold machen wir zum Schluss. Silber. Okay, hier ist das Dingen vom von der Spieluhr. Sieht hier den kleinen dummen Hund, er jagt den eigenen Schwanz. Bis er den Silberschlüssel hat, vollführt er diesen Tanz. Die Zeit vergeht, er hält nicht an, er jagt bei Tag und Nacht. Den Preis bekommt er nicht, bis ihm die rechte Stunde lacht. Okay, da ist es 9 Uhr, der kleine Köter. Ah, okay. So, dann gucken wir uns die Spieluhr nochmal an. Okay, vielleicht müssen wir die aufmachen. Diese Uhr scheint eher eine Meise zu haben als einen Kuckuck. Okay. So, jetzt mal hier gucken. Okay. 8 Uhr? Natürlich! Wie dumm von mir! Natürlich, wie dumm von mir? Wieso 8? Es ist doch 7. Oder? Okay, da ist es 7, aber nun ja, warum er auch immer 8er sehen will, egal. Wir brauchen 9. Wir brauchen 9. Wie spät war es beim Tee? Was denn? Schon Zeit für den Tee? Naja, wie dem auch sei. Okay. Vielen Dank. Das wäre dann alles, James. Okay, hat die sich jetzt gar nicht verändert? Ich weiß es gar nicht. Ach doch, das war 4 Uhr, ne? Vielleicht muss die dafür zu sein. Wir machen die mal wieder zu. Ziehen das nochmal. Ich will das kurz wissen. So, jetzt ziehen wir hier nochmal dran. Schon wieder Zeit für den Tee? Okay, 4 Uhr, tatsächlich. Nun ja, warum eigentlich nicht? Okay, Tee scheint es da in Hülle und Fülle zu geben. Das ist gut. Der Butler macht auch einen coolen Job. Und das ist für dich. Ja, super. Okay. So, und wie spät war es da? Die Tee-Glocke? Dann gibt es einen kleinen Witz. Zeit für Tee, Zeit für ein paar Scherze. Ein Mann lädt seinen neuen Nachbarn zu einer Runde Golf ein. Der Nachbar hat noch nie gespielt. Oh ja, äußerst anständig. Das nenne ich Gemeinschaftssinn. Bis zum 7. Loch geht alles gut. Dann schlägt der Nachbar den Ball in den Bunker. Er schlägt immer wieder auf ihn ein, kriegt ihn aber nicht aus dem Sand. Sie nehmen den falschen Schläger, sagt der Mann. Ich habe aber keinen Sandwich mehr, antwortet der Nachbar. Was? Aber warum denn nicht? Sie sagten doch, ich soll noch schnell meine Sandwiches essen, ehe wir anfangen. Meine Sandwiches essen! Okay. So. Jetzt ist es 3 Uhr. Jetzt gucken wir nochmal auf diese kleine Uhr hier. Weil wenn wir die 3 Uhr jetzt im Spiegel sehen, müsste es ja eigentlich 9 sein. Ich weiß natürlich nicht, ob das funktioniert. Wir machen das mal wieder auf. Okay. So, ne? Wenn wir das im Spiegel sehen, haben wir 9. Gucken wir mal, gucken wir mal. Moment mal, ich frage mich... Da, 9 Uhr. Ja,
Okay, liebe Freunde. Cool. Machen wir mal wieder zu. Okay, was ist das? Okay, das wird wahrscheinlich gleich weg sein oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Also das liegt an Fraps, so viele Bugs. Kann ich mir gar nicht vorstellen. So, warte mal. Was wollten wir jetzt? Genau, wir haben jetzt den silbernen Schlüssel. So, dann machen wir jetzt, das war das Bronzene. Also kurz näher herangehen. So, das silberne Schloss mit dem silbernen Schlüssel. Sieht aus, als würde er passen. Okay, es hat gerumpelt, gepumpelt, aber... Aha. Okay, da gucken wir uns jetzt mal den Hinweis vom Goldenen an. Auswählen Goldschlüssel-Hinweis. Der Schlüssel aus Gold ist dem würdigen Hold und seiner Mühen Ernte. Das ist der Mann, der golfen kann, obwohl er es gerade erst lernte. Mit Hook und Slice gibt's keinen Preis, wenn nicht die Richtung stimmt. Das Buch zeigt 6 Schritte, durch die man mal bitte als Golfer den Gipfel erklimmt. Mit Hook und Slice gibt's keinen Preis, wenn nicht die Richtung stimmt. Das Buch zeigt 6 Schritte, durch die man, na bitte, als Golfer den Gipfel erklimmt. So, ich will noch einen von diesen schönen Witzen hören. Guten Tag. Zeit für Okay, das Ding bleibt da echt Zeit hängen. Für ein paar Scherze. Okay. Also, meint der Golfer zu seinem Caddy, Himmel und Erde würde ich in Bewegung setzen, um auf diesem Platz weniger als 100 zu schaffen? Und der Caddy antwortet, versuchen Sie es mit dem Himmel. Die Erde haben Sie zum größten Teil schon in Bewegung gesetzt. Der ist wirklich amüsant. Die Erde haben Sie zum größten Teil schon in Bewegung gesetzt. Das Gesicht von Uwe ist immer so geil. Ja nun, liebe Leute, wir haben jetzt einen silbernen Schlüssel, einen Porzellanschlüssel und die Suche nach dem goldenen Schlüssel werden wir in der nächsten Aufnahmesession machen, denn ich werde jetzt hier mal ein Päuschen machen. Ich bin jetzt gute 2 Stunden dabei. Ich hoffe, dass euch das Ganze hier auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Also ich finde das echt süß, ist mal ein bisschen was anderes als immer nur diese Grusel-Adventures oder sonst was oder Mahi oder Ho oder ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich sage erstmal hier ganz herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie gesagt, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Also ich finde das echt süß und lustig. Aber nun gut, ihr könnt es ja mal kommentieren, wie es euch so gefällt. Ich werde dann auf jeden Fall in der nächsten Folge weitermachen und versuche natürlich auch den goldenen Schlüssel klar zu machen. Und ja, bis dahin hier würde ich sagen, dem Blick auf den tollen Butler oder wie auch immer, verbleibe ich Spielkind 45 auf gewohnte Art und Weise. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Freunde, haltet euch wacker. Ciao, ciao.